vor dem Licht war, war Finsternis und sonst nichts. Das Badezimmer ist abgeschlossen, okay. Okay, mit denen reden kann er auch nicht. Na toll. Bin jetzt hier reingekommen, damit ich das Klo abspülen kann, oder wie? Okay. Na gut, gehen wir mal zum. Ach so, Moment, oder? Da schwimmt etwas in der Toilette. Ich denke, ich sollte. Ein Schlüssel. Okay. Okay. Ach so, er musste ihm aufschließen. Jetzt verstehe ich das. Andere Zimmer? Oder bin ich doof? Ach, ich bin ins Rechte reingegangen. Okay. Aber es bringt mir trotzdem nichts. Okay. Na gut. Langsam oder wie? Nein, ich hab doch drauf gedrückt. Hä, wäre jetzt unfair.
Also so langsam. Okay, da ist jetzt so nichts zu sehen. Der hat die andere Tür gar nicht, okay. Da ist jetzt aber nichts passiert hier, ne? Nee. Das muss ich jetzt noch nachholen. Das ist so ätzend. Nein! Oh, nimm bloß nicht den, wo ich drauf drücke. Das ist noch einer. Nein, den hatte ich gedrückt. Wichser. Nicht wahr, dass der das nicht annimmt. Okay. Jetzt muss ich wohl mal eben schauen. Hallo, Mrs. Gibson? Oh, aus diesem Raum riecht es ranzig. Okay. Also ich muss jetzt nämlich mal eben nachschauen. Ich bin... Ein Junge steht am Scheideweg der Vergessenheit. Angetan von dem unendlichen Abgrund. Oh, oh. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich musste jetzt mal schauen, weil ich musste nämlich jetzt einen kleinen Cut machen, weil wir eben essen mussten. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir gerade sind. Ich wollte eigentlich nur mit dem Geist weitermachen. Ich dachte, wir müssen in den Keller. Gequält und gebunden an die Welt der Sterblichen. Okay. Gefangener von Fleisch und Knochen. Terence? Mr. Edison? Wie lange bist du schon so? Okay. Hat der Kult das mit Ihnen angestellt? Das Kind wählt nicht sein eigenes Schicksal. Es war schon immer so. Bald schon verstehst du die wahre Harmonie des Unendlichen.
Okay. Bist du der Unendliche? Warum infizierst du die Seelen in diesem Haus? Die Finsternis umschließt alles und gehorcht unseren Befehlen. Wir bestehen für immer. Wir sind über den Tod hinausgegangen. Terence, ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Du musst damit aufhören. Das ist ein Wackeln wie ein 3D-Effekt hier. Das Kind, dessen Namen du nennst, gibt es nicht mehr. Deine Anstrengungen sind sinnlos. Dann werde ich dich eben aufhalten müssen. Du wirst es versuchen und scheitern, wie es immer geschieht. Okay. Oh nein. Ah. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Ich sehe hier gar nichts. Ach, oh, ich bin dreifach. Oh, ich dachte gerade schon. Nein. Ich bin leicht nervös gerade. Richtig. Oh mein Gott. Wie lange geht es noch? Gedacht, das letzte überlebe ich nicht. Ich habe auf dich gewartet, Zill. Ich wusste, dass du es sein würdest, von dem Augenblick an, als ich dich das erste Mal sah. Terence? Entschuldigen Sie, mein Verehrtester. Ich war nicht ganz ich selbst und habe solch ein Unheil verursacht. Ist es jetzt vorbei? Fast. Ich befürchte, eine Aufgabe wartet noch, eine ganz schreckliche. Was auch immer es sein mag, ich werde es tun. Alles, um das ein für alle Mal zu beenden. Du musst alle töten, die von der Dunkelheit befleckt wurden. Nee, oder? Aber das sind doch alle in diesem Gebäude. Meine Familie und Freunde. Wir haben ihre Seelen von der Dunkelheit befreit. Ja eben, wir haben sie schon gerettet. Ich befürchte, es ist für sie zu spät, Zell. Ihre Seelen wurden bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Unbeaufsichtigt dessen werden die Schatten durch die Ritzen kommen und noch weiter, viele weitere Leben nehmen. Mein Herzblut für dich. Ich weiß, dass du alles verlieren wirst, so wie ich es einst habe, vor vielen Jahren. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Bitte zwing mich nicht dazu, Terence. Es bleibt deine Entscheidung. Es ist eine ungewöhnliche Last, die du trägst, doch ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Ja, das Richtige wäre jetzt... Oh nee, oder? Das Richtige wäre jetzt, die alle davonkommen zu lassen. Oh mein Gott. Edison hat recht, Sal. Es muss sein. Es tut mir so leid. Ich wünschte, es gäbe noch einen anderen Weg. Den manipuliert mich doch jetzt, oder? Ist jetzt nicht dein... Ich will hier... Nee, ich kann hier nichts machen. Ich kann nicht raus, ich kann nicht... Nee, oder? Oh mein Gott.
Ich fühle mich nicht gut. Hilfst du mir, in mein Apartment zu kommen, Sal? Bitte. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss meine Eltern töten. Ich muss... trotz Eltern... Gibt's denn hier keinen anderen Weg? Hallo? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich meine ganz ehrlich, wie krank sind bitte die Spielemacher? Sally Face, hast du unseren kleinen Todd irgendwo gesehen? Wir müssen mit ihm sprechen. Oh mein Gott. Also, nicht, dass ich davon Erinnerung haben will, aber ich muss zwischendurch mal ein paar Bilder machen als Thumbnails. Wobei das jetzt nicht gerade das schönste Bild ist. Na gut, die kenne ich jetzt nicht, ne? Aber trotzdem, ich meine, das sind ja alles Leute, mit denen ich zu tun habe. Also, die jetzt keine Familie sind, aber mit denen ich zu tun habe. Hey Kumpel, gut, dass du dich entschlossen hast, zurückzukommen. Jetzt können wir richtig loslegen. Ja, ihr nicht mehr. Oh mein Gott. Bei solchen Spielen werden dann durchgeknallte Killer geboren, ja? Hey Asal, geht es dir gut? Ich denke, es geht was um... Ja, die Todesgrippe ist gerade unterwegs. Ja, ich sehe ja schon aus wie Halloween, ne? Oder wie Legion vielleicht noch. Oh nee, bitte, nicht kein Kind. Leute, ganz ehrlich. Das ist so abartig. Also allein der Gedanke... Ey, das geht gar nicht. Schon gar nicht für so ein Spiel. Also, sorry. Ich meine, ich muss es jetzt tun. Ich meine, das ist jetzt auch nur ein Spiel. Das ist ja jetzt nicht die Realität, weil in der Realität würde ich es, glaube ich, nie machen. Also, was heißt glaube ich? Ich würde es nicht machen. Und wenn die ganze Welt untergehen würde, dann würde die Welt untergehen. Das wäre mir dann scheißegal. Aber ich würde die Menschen nicht umbringen. Aber... Sally Fetz. Nimmst du mich jetzt, Huckepack? Dich nimmt leider keiner mehr, Huckepack, Soda. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, bis gerade war es ja noch einfach krank und irgendwie psychisch. Also psychisch. So ein Psychospiel und was halt ein bisschen krank irgendwo gemacht war, optisch. Aber also das ist jetzt echt nur noch ein total krankes Ende, wo man einfach nur noch ein mieses Gefühl hat gerade. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Alles in Ordnung? Mit mir ja. Mit dir nicht mehr. Oh mein Gott, das sind meine Eltern. Denen macht das auch nichts aus, dass ich hier mit blutendem Messer rumlaufe. Also beziehungsweise mein Vater, es ist ja nicht meine Mutter. Hey, falls du hungrig bist, gibt's noch Lasagne im Kühlschrank. Na toll, jetzt habe ich wieder Hunger. Ich sag dir das vielleicht nicht oft genug, aber ich bin wirklich stolz auf dich, mein Junge. Du hast es so weit geschafft und ich weiß, dass du es oft nicht leicht hattest. Ich sehe dich an und denk mir, was für ein feiner Kerl doch aus dir geworden ist. Großes liegt vor dir, das glaube ich wirklich. Ich liebe dich, mein Junge. Also ganz ehrlich, im Moment macht mich das Spiel gerade mehr fertig als alles andere, weil... Genau deswegen... Oh mein Gott. Irgendwas ist anders. Ich bin im Baumhaus ohnmächtig geworden und erst wieder im Tempel wach geworden. Sie haben mich festgebunden. Da war etwas anderes. Ich glaube, es war der Dämon. Sie haben mir Blut abgenommen. Ein lautes Geräusch und ich bin wieder ohnmächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam, waren sie weg und ich nicht mehr gefesselt. Ich fühle mich komisch, Sal. Ich glaube, ich sterbe. Ja. Oder auch nicht. Das heißt, es könnte jetzt noch einen zweiten Teil geben, weil ich ihn jetzt nicht ermordet habe, oder?
Es war ungefähr 3 Uhr früh, als ich einen Anruf von Todd bekam. Er weinte unaufhörlich, so dass ich kaum ein Wort verstand. Ich wusste, dass Todd und Sal in der Klemme steckten und dass sie beide in Apartments waren. Die ganze Sache klang sehr ernst, also entschloss ich mich, die Polizei zu rufen und fuhr hin. Als ich ankam, war die Polizei schon da. Als ich zum Haus ging, sah ich Todd in den Wald laufen. Ich lief ihm nach, aber er rannte einfach nur weiter. Ich ging zum Gebäude und sah Sal in der Eingangstür stehen, von unten bis oben voller Blut, wie er vor sich hin starrte. Er murmelte immer wieder dasselbe. Ich hatte keine Wahl, ich musste es tun, es gab keinen anderen Weg. Ich sprach mit ihm, doch er schien mich nicht zu hören. Bevor ich näher zu ihm kommen konnte, wurde ich vom Polizisten weggezerrt. Sal ist kein böser Mann. Er ist kein schlechter Mensch. Er braucht einfach Hilfe. Dr. Anon, Sie haben Mr. Fischers psychiatrisches Gutachten während seiner Zeit im Gefängnis erstellt. Im Rahmen dessen fanden noch mehrere Therapiesitzungen statt. Ist das korrekt? Ja, das stimmt. Was ist das Resümee Ihrer Gespräche mit dem Angeklagten? In meiner Meinung als Gutachter bin ich zur Überzeugung gelangt, dass Sal Fischer keineswegs verrückt und hundertprozentig zurechnungsfähig war. Als er die Morde an den Bewohnern der Edison Apartments beging. Die wahnwitzige Geschichte, der sich als Erklärung hat einfallen lassen, ist, was sie ist. Eine Geschichte. Ein Märchen, das ihn vom Täter zum Helden machte. Seine Erzählungen erschienen so glaubhaft, dass ich beinahe selbst drauf reingefallen wäre. Auf Wunsch des Angeklagten habe ich das Baumhaus untersucht und ich habe dort nichts gefunden. Hä? Ich denke, der ist gestorben. Im Gegenteil, je intensiver ich mich mit den Details beschäftigte, desto mehr Ungereimtheiten fanden sich. Diese Ungereimtheiten, gemeinsam mit der erdrückenden Beweislage, sind ein Beweis, dass Sal nicht wahnsinnig ist, sondern lügt, um sich selbst zu schützen. Hä? Würden Sie sagen, dass Sal Fischer eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt? Zweifellos, mit Sicherheit. Also jetzt macht mich das Spiel nicht nur psychisch total krank, sondern irgendwie, ja, weiß ich nicht. Verehrte Geschworene, sind Sie zu einem Urteil gekommen? Ja, euer Ehren, wir haben ein Ergebnis erzielt. Im Fall Sal Fischer gegen den Bezirk Nockfeld, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Die Geschworenen befinden den Angeklagten schuldig des Massenmordes. Ich stimme den Geschworenen in ihren Schlussspruch zu, unter Beachtnahme der Schwere der Schuld des Angeklagten. Hiermit verhänge ich über Sal Fischer die Todesstrafe. Nein, das dürfen Sie nicht tun. Er ist krank. Er braucht unsere Hilfe. Ruhe! Ruhe im Saal!